2. Juni 1967. Der Schah von Persien besucht West-Berlin. Zehntausende Demonstranten gehen auf die Straße, auch der Student Benno Ohnesorg. Er wird vom Polizisten Karl-Heinz Kuras erschossen. Ohnesorgs Tod gilt als Initialzündung für immer heftigere Studentendemonstrationen. 2009 wurde bekannt, dass Kuras zur Tatzeit für die Stasi gearbeitet hatte. Unter dem Decknamen Otto Bohl lieferte er Geheimnisse aus dem West-Berliner Polizeiapparat an seine Führungsoffiziere im Osten. Außerdem soll er seit 1964 Mitglied der SED gewesen sein. Fragen zu seiner Stasi-Vergangenheit mochte Kuras nicht beantworten. Die Polizei kann gegen mich nicht vorgehen und der Staatsanwalt auch nicht, weil das eine Verjährungsfrist eingetreten ist. Ja. Na, was denn nun? Na, nun können Sie sich auf den Arsch klatschen, alle. Hinter Gitter kam Kuras nie. Zweimal wurde er vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen, aus Mangel an Beweisen. Kuras starb bereits vor Weihnachten, kurz nach seinem 87. Geburtstag, in einem Berliner Krankenhaus.